Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crazy Records. Heute habe ich Echt? Boah, hast du gerade geschissen, obwohl ich mein Gesicht an deinem Arsch habe? Warum ist das? Hab ich gerade deinen Furz in die Fresse bekommen? Warum? Ist doch an meinem Arsch. Weil du gesagt hast, wir sollen runtergehen und dann hochkommen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Crazy Records. Es ist ja gerade die Videodays-Zeit und deswegen habe ich Besuch aus ganz Deutschland in meiner Bude. Was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier? Scheiß YouTuber. Und, ich verstehe das auch überhaupt nicht. Drei. Zwei, er läuft schon. Halt dein Maul. Amazon ist der größte Online-Shop der Welt. Wir haben insgesamt 68 Logistikzentren und 137 Millionen Kunden. 2011 machten sie einen Nettoverkauf von 37 Millionen. Ja, ja. Und die Mitarbeiter sehen keinen Cent davon. Der nächste Weltrekord ist die größte fleischfressende Pflanze. Man nennt sie Kannenpflanze. Sie fressen große Frösche, Vögel und Ratten und kommen in den Regenwäldern Asiens vor. Sie verwenden Farbe, Geruch und Nektar, um die Beute anzulocken, die dann in die Kannen fällt und dort verdaut wird. Ich bring dich um, du rothaariger Kerl. Die meisten zur Welt gebrachten Kinder. Nadja Sulemann gebar 2009 6 Jungs und 2 Mädchen gleichzeitig. Die Frau vergrößerte ihre Familie von 6 auf 14 Kinder. Sie wird von der US-Presse Octomom genannt. Die größte Softdrinkdosensammlung. Ja, Davide Adrianis hat seine Leidenschaft für Cola-Dosen schon ab dem Alter von 5 Jahren entwickelt. Ja, 5 Jahre, als er mit dem Sammeln von Dosen begann, die sein Vater vom Geschäftsreisen mitbrachte. Toll. Bei der letzten Zählung besaß er 10.558 unterschiedliche Dosen aus 87 Ländern. Ich glaube, die größte Softdrink-Dosensammlung ist in meinem Auto, ehrlich gesagt. Meiste in 2 Minuten verzehrte Chilis. Die Butch Horror Chili kommt auf scheißtreibende 1 Million Scoville-Einheiten. Wie hieß die nochmal? Butch Chili. Also die ist auch echt scheißtreibend, ey, glaube ich. 2013 aß Jason McNabb in L.A. 66 Gramm, also 13 ganze Schoten. Fun Fact, diese Chilis können sogar Hautverbrennungen verursachen. Ui. Richtig harter Boy. Der nächste Rekord geht an Silvio, der nämlich am 23. Juni 2013 28 Würfel gestapelt hat. Und zwar mit seinem Mund. Ich würde mal sagen, damit bewahrte er sich seine Jungfräulichkeit. Was hast du wohl? Schwerstes gehobenes Gewicht mit dem Brustwarzen. Und nun das schwerst... Was? Schwerst gehobenes Gewicht mit dem Brustwarzen? Ja. Und nun das schwerst gehobenste Gewicht mit dem Brustwarzen. Mein Penis! Der Baron kennt gefährliche Begegnungen mit der Bohrmaschine und Nägeln. Am 19. Juli 2013 toppte er das alles, indem er in der Brush Hall in London mit dem Brustwarzen ein Gewicht von 32,6 Kilogramm hob. Gesundheit. Danke. Der Grieche möchte bitte aus dem Bällebad abgeholt werden. Am 30. Oktober 2013 wurde der leere Swimmingpool im Kerry Hotel in Pudong mit 1 Million grüner und pinker Bälle gefüllt. Eine Fläche von 315,6 Quadratmetern. Sie wurde später verkauft und der Erlös wohltätigen Zwecken gespendet. Was ist das? Größte Pornosammlung? Größte Pornosammlung. Daniel Gluck ist nicht nur der Besitzer des Museum of Sex, sondern er besitzt auch noch die größte Sammlung an Pornografie-Zeugs. Die Sammlung beträgt mehr als 500 Boxen voll mit Fotos, Filmen, Magazinen und haufenweise anderen Nicknocks. Willkommen in der Endcard! Oh. Ja? Hey, willkommen in der Endcard! Gebt euch selbst einen Daumen hoch oder uns, wenn euch dieses Video gefallen hat. Reißt euch einen Daumen aus, gebt ihn uns. So ein Video werden wir nicht allzu bald wieder drehen, weil wir irgendwie alle über 1000 Kilometer auseinander voneinander entfernt wohnen, was leider sehr traurig ist. Sehr, sehr traurig, ja. Deswegen guckt es euch am besten nochmal an. Ja, genau! Jetzt, ja genau, die beiden vergnügen sich mit sich und wir suchen die Pornosammlung. Wenn ihr das Video wisst, wenn ihr geguckt habt, Hashtag MasterCEO. MasterCEO. Die drei hier haben natürlich auch grandiose YouTube-Kanäle, auch hier unten verlinkt und in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich wirklich. Tschüss, tata! Wir machen uns einen Freundschaftssprung. Du wolltest mir in die Fresse putzen! Oh, yeah. Ich so nicht.